Hey, Bex, do the inscriptions mention anything about who this fellow is by any chance? You think it's their god? I don't think so. But the text seemed quite poetic. There's a rhyme to it, like phrases from a fairy tale. Computer's still working on the last bits. Okay, mal schauen, was für jemand ist. Ah, das scheint schon so etwas wie eine Gottheit zu sein oder so, hä? Ist aber noch interessant gemacht, muss ich sagen. Okay, da unten leuchtet irgendwas. Hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Ja, ich sammle zuerst mal das Zeug da. Also hier links höre ich was blubbern. Ah, das ist das da. Also von da hinten bin ich gekommen. Das da könnte ich noch scannen, das könnte wieder was einen Text geben oder so. Really thought this fellow was a big deal. Maybe they were forced to think so. What's going on here? Is it a meeting or a summoning? Maybe this large guy built this whole place, like a founder of the society. Ich lese mal vor. Sieht aus wie ein Denkmal für eine mildtätige Gottheit. Der Computer arbeitet noch an der Übersetzung, aber aus Bruchstücken kann man erkennen, dass es etwas mit den Fließen von Energie zu tun haben könnte. Dabei wird Geist oder sowas in der Art synonym mit Energie verwendet. Keine Ahnung. Mal schauen, was da rauskommt. Ah, das ist so ein Ding. Das brauche ich, damit da hinten das wächst. Auf jeden Fall komme ich jetzt hier rauf. Hier hat es noch Fasern, oder was gibt es? Doch, das sind Fasern. Das müsste ich gescannt haben. Ich schau mal hier unten durch. Ja, da ist wahrscheinlich nichts mehr. Hä? Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Bis jetzt bin ich noch nicht so oft abgestürzt, weil meistens bin ich gar nicht gut zum Hüpfen. Okay. The gunk close to the pipe seems more hostile, but nothing we can't handle. Okay, anscheinend ist da das Kleberzeug verantwortlich für, dass man immer wieder den Funkkontakt verliert. Also hierhin muss ich da links. Hm? Da scheint es auch eine Höhle zu haben.
Wahrscheinlich gehe ich da rein und gehe dann da hinten durch und komme da raus oder so. Auf jeden Fall habe ich zwei Dinge zum Aktivieren. Ich frage mich aber, wie ich den Kleber da loswerde, da unten. Okay, hier hat es wieder Kreaturen. Komm ich so weit? Nee, nicht. Das hat nicht gereicht. Ah, das ist der Kleber, wo da so Geräusche macht. I'm guessing we'll find some sort of answer through that opening. So, dann kann ich hier den nächsten Auslöser ziehen. Valued beauty. How can you tell? It's just a feeling. These ruins have something aesthetic about them. Like they were built not just for function. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr scannen, oder? Sieht nicht so aus. So, jetzt kann ich da die Leiter runterlassen. Also hier ist der Eingang, wo ich hineingegangen bin. Hier habe ich auch alles aufgedeckt. Da geht es nicht weiter. Das heißt, jetzt muss ich nach rechts gehen. Ich gehe mal nach vorne, bringt wahrscheinlich nichts, aber mal schauen. Ich frage mich halt nur, wie man den Kleber dort entfernen kann. Ob das dann vielleicht mit der Ruine funktioniert oder so, oder da mit den Rohren, ob man das abpumpen kann oder keine Ahnung. Well, this way feels promising. Okay, hier muss ich irgendwas sprengen wieder. So, der Weg ist frei. Hier ist wahrscheinlich dann dort, wo ich runterkommen werde, wenn ich das gelöst habe. Ah, das sind die Rohre, die da durchleuchten. Ich habe noch gedacht, hey, was leuchtet.
Mal schauen, was mich hier erwartet auf dieser Seite. Südlicher Berg. Now it's just empty. Not a trace of life. Like they just up and left. Maybe it was the gunk. It seems like a difficult thing to coexist with. Probably better for us anyway. Könnte schon noch sein. Vielleicht irgendein Metroid-Einschlag oder so, wo der Glibber runtergebracht hat und alles verseucht hat oder so. Maybe this can help me? Probier mal, ob man das sprengen. Okay. Sweet. Natural bridges. Habe ich so eine schon... Ah ja, so eine habe ich schon gescannt, genau. Ganz am Anfang relativ. Dann wieder da dran schießen. Played a big part in the history of this place, didn't you? How's it going with the language translation? Still haven't got all of it. I think it mentions the energy though. Not sure how it translates. Something like Geist? Another inscripted statue. Maybe it's a scene from their holy script or something? Might be. But we're not here to study religion. Die größere der Statuen stellt wohl ein echt wichtiges Wesen dar. Auf dem Sockel steht, als Monument unserer Verehrung stehe der Garten über allem. Der Gärtner sei unser Hüter. Hier hat's nichts. Das kann ich auch nicht scannen. Okay, jetzt muss ich da dran schießen. Ich weiß nicht, ob der so weit geht, doch. Irgendwie erinnert mich das fast so wie an eine Raupe oder so, keine Ahnung, weiß nicht warum. There's another word that's frequent in the text though. The computer suggests it translates to garden. Or maybe gardener? I wish the computer would work faster. I can't wait to see the whole picture. Okay. Ich weiß nicht, wo der Weg
den richtigen Weg jetzt durchgeht, ob jetzt hier. Ich gehe zuerst, glaube ich, mal runter, mal schauen. Okay, hier gibt es auch noch was zu sprengen. Okay, das muss ich von da oben runterwerfen wahrscheinlich. Ah, hier, okay. Ach Mist. Das hat gereicht. Was ist das? Hier ist nichts Neues, oder? Nein, nein. Ist echt noch witzig gemacht, um alles erkunden und so. Und alles ein bisschen ansehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, dann geht's hier weiter. Verdammt, vor allem wenn man ein bisschen übermüdet ist und so, dann blendet das ordentlich. Okay, jetzt höre ich sie nicht mehr. Oh. Ja, das ist der Ort, wo ich da von da drüben gesehen habe. Ich weiß nicht. Ja, ich werfe es jetzt einfach dahin, weg mit dem Vieh. Aha, vielleicht kann ich ja da die Kugeln dann darüber werfen, dann... Okay, ich drehe mal die letzte Brückenteil rum. All right, here we go. Time to see where all this leads to. Can't wait. I wonder how they built all of this. No traces of machinery. Maybe like the pyramids back home. I read about it in this exposé in Mech's Digest. No one really knows how they were built. Should have been impossible without modern tools. Yeah, I read that too. That's the sort of feeling I get from this place. Okay, schieß ich den mal voll daneben. Ach, was bin ich für ein Depp? Ja gut, es ist da runtergefallen. Vielleicht sprengt es ja was. Ne, war ein Fehlzünder. Ah, ne, warte, das ist ja keiner, wo sich sprengt. Das ist eine Wurzel, warte. Ein Samen, meinte ich. Ich hab gemeint, das ist einer, wo in die Luft fliegt. Dann hätte ich den da noch darüber geschmissen. Also ein bisschen merke ich die Müdigkeit langsam, aber es ist eine angenehme Müdigkeit noch. Ich gehe mal da runter.
Dann habe ich jetzt da, glaube ich, alles erledigt. Den da kann ich auch nicht da. Doch, der kann ich vielleicht darüber werfen. Der Gleber geht nicht weg. Vielleicht ein bisschen höher. Oder ich warte mal mit der Zündung. Ich glaube, das soll nicht sein, dass man das wegmachen kann. Ja, das ist so vorgesehen, dass man das noch nicht machen kann. Wahrscheinlich ist das viel zu viel, weil er das am See ist. Da hinten bin ich alles durchgegangen, oder? Was war denn da schon wieder? Ah ja, das da habe ich gemacht, genau. Das heißt jetzt einfach über die Brücke. Ja, da gibt es ganz bestimmt eine Möglichkeit, das abzusaugen oder umzuwandeln oder so irgendwas. Ich glaube, ich werde mal zurück teleportieren und dann mal schauen, ob ich noch ein Upgrade machen kann. Aber da mit dem Gleberzeug sieht das nicht so einladend aus, wenn ich ehrlich bin. Aber könnte es schon noch sein, dass das irgendwie vom Weltall runterkam? So eine Art Venomschleim oder so, dass das alles infiziert hat. Genau, jetzt porte ich mal zurück. Mal schauen, ob ich mit ihr reden kann oder keine Ahnung, ob irgendwas Neues passiert. Ja, ich kann mit ihr reden. Big Bex. I can feel it. I'm trying not to get my hopes up too high. But that pipe certainly feels promising. Yeah. Great things are around the corner. I just know it. Mal schauen, ob ich mit dem Roboter auch wieder reden kann. Ja. Get ready to put your party hat on, Kurt. I just know the pipe will lead us to something awesome. Okay, am Sprachmodul haben die noch nichts geändert. Sagt immer das gleich. Kann man da etwas lesen? Also eines Wort. Ein Wort konnte ich lesen, da Files oder File Mikro oder was steht da? Double S Rand oder so irgendwas. Included oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kurt Staff steht da noch, okay. Ah ja, ich kann ziemlich alles upgraden.
Ein Plasmapolster kleinere Gangmonster lähmen kann modifiziert die Linsenanordnung der Impulskanone. Dann Energieköder für kurze Zeit Gangmonster anlocken, ein kleines Ködergerät, das ein Energiesignal aussendet, solange es aktiv ist. Drücke C und wirf das Gerät mit der linken Maustaste, um es zu aktivieren. Das sind da die kleinen Viecher, oder? Absorbiere Gang, um für kurze Zeit schneller rennen zu können. Dieser Energieumwandler an deinem Powerhandschuh leitet Energie aus absorbiertem Gang in den hydraulischen Schienen um. Mit dem habe ich ja mehr Leben oder halte mehr aus. Und das da bedeutet was? Das habe ich noch nicht gelesen. Außerirdisches Material sammeln, um Lebenspunkte wiederherzustellen. Ein Bio-Umwandler in deinem persönlichen Bedienfeld beschleunigt die Gewebebildung durch interzelluläre ATP-Aufnahmen. Also das kostet mich 50 von dem, den von dem. 10, 30, 30. Okay, die zwei könnte ich machen, so wie es aussieht. Ich glaube, da Köder und das da. Ja, weil mit den kleinen Viechern hatte ich bisher keine Probleme, ehrlich gesagt. Ich mach mal, dass ich Lebenspunkte umwandle, weil wahrscheinlich ist da in der Höhle vielleicht was Feindseliges. Und dann bin ich vielleicht froh, habe ich ein bisschen mehr Leben oder so. Ich nehme das. Und dass ich mehr aushalte, genau. Weil schneller rennen sehe ich jetzt nicht unbedingt viel Sinn dahinter. Und da der Köder auslegen und die kleinen Viecher lähmen, glaube ich, macht nicht so viel Sinn, weil die kleinen Viecher konnte ich jetzt immer ohne Probleme ansaugen, wegwerfen und kann ich hier etwas Neues machen oder so? Auch nicht. Space Jam, Kinder Tomato, Food. Was steht da noch? Pub. Hudel oder was? Steamboats Unite. Das hatten wir schon mal gelesen. Okay, hier ist glaube ich nichts anderes. Sie hat nichts mehr zu sagen, okay. Dann beame ich mich mal zurück. Vergifteter See. Ich denke, dann gehe ich jetzt direkt hinein und dann schaue ich mal, was uns erwartet. Vergifteter See. Okay, ich bin ja gespannt, was jetzt dann da kommt.